So, und jetzt wollen wir mal kurz angucken, wie sieht das Ganze denn konkret aus. So, ich würde einfach sagen, wir nehmen einfach das Beispiel mit den drei Würfeln wieder und ich male hier mal so ein langes Koordinatensystem hin. Oh Mann, das wird echt heftig jetzt. So, warum fange ich bei der 3 an? Warum geht es bis zur 18? Unser Versuch sieht so aus, genau wie eben. Wir würfeln einfach mit allen drei Würfeln gleichzeitig und gucken dann, welche Summe auf den Würfeln insgesamt steht. Das heißt, wenn ich die höchste Zahl habe, wenn ich drei Sechsen habe, dann habe ich 18 insgesamt. Und die kleinste Zahl, das sind drei Einsen, das ist eine 3. Das heißt, eine 2 oder eine 1 kann ich überhaupt nicht kriegen. So, und jedes Mal, wenn wir irgendwie jetzt zum Beispiel eine 3 gewürfelt haben oder eine 9 gewürfelt haben, dann mache ich da einen Strich. Und dann machen wir das Experiment. Zum Beispiel, wir würfeln dreimal. So, wir haben jetzt mit allen drei Würfeln dreimal gewürfelt. Beim ersten Mal hatten wir drei Einser, beim zweiten Mal zum Beispiel drei Dreier und beim dritten Mal irgendwas anderes. So, und dann machen wir das Ganze nochmal. Und immer kriegen wir andere Ergebnisse, weil. Und manchmal kriegen wir auch dieselben Ergebnisse. Ich kann ja zum Beispiel die 10 mit unterschiedlichen Augenzahlen erreichen. Und das Ganze machen wir dann ganz oft und ganz oft und ganz oft. So, also wir haben schon eine ganze Menge gewürfelt und wir sehen, es baut sich hier langsam so ein Berg auf. So, und jetzt schon mal so ein bisschen vorweg, einfach formuliert, sagt uns der zentrale Grenzwertsatz einfach nur, dass das jetzt immer weiter sich zu einem Berg auftürmt, bis es dann irgendwann vielleicht ungefähr so eine Form hat. Und wenn man sich das mal logisch überlegt, dann macht das auch Sinn, weil natürlich ist es viel schwieriger, drei Sechsen zu würfeln oder drei Dreien zu würfeln, als irgendwas in der Mitte, wo, also dieser Zahlenbereich hier, der kann ja mit ganz vielen verschiedenen Variationen erreicht werden und dieser hier nur mit einer bestimmten Variation. Also ist natürlich viel wahrscheinlicher, dass das hier auftritt. Und genau das sagt uns der zentrale Grenzwertsatz aus. Allerdings sagt er das nicht für hier aus, sondern ich hatte das ja hier schon bei einem vorigen Bild genau anders gezeichnet, nämlich so, dass es an dieser Stelle hier ist. Dann jetzt mit einem kurzen Verweis auf das, was auch überall in den Büchern steht. Da wird immer von einer standardisierten Zufallsvariablen SN gesprochen. Die ist für mich immer sehr schwer verstanden gewesen. SN ist eigentlich nichts anderes als erstmal diese drei Würfel, die Zahl, die diese drei Würfel ergeben, im Plus sozusagen. Also das plus das plus das ist gleich SN. N steht in dem Fall für eigentlich nicht für die Gesamtanzahl der Würfel, sondern für den aktuellen Wurf. Das heißt, beim Wurf 1, dann ist es so, dass in S1 sozusagen eben diese und diese Zahl addiert steht. Deswegen steht da meistens sowas wie Sn ist gleich x1 plus x2 plus irgendwas bis plus xn. Wer übrigens, kurzer Link, wer Probleme damit hat, dass hier x1 steht und so und da aber eigentlich hier mehrere Zahlen mit gemeint sein könnten, der kann ja einfach kurz auf mein anderes Video klicken. Da wird es nochmal ein bisschen genauer erklärt. Jedenfalls gibt es im Buch dann irgendwo eine standardisierte Variable, die heißt S1 und dann gibt es immer noch Sn und dann gibt es immer noch eine standardisierte, keine Ahnung, irgendwas anderes, wie man das nennt und das heißt dann S-Sternchen-N. Und was S-Sternchen-N eigentlich ist, ist so eine Art das hier, was wir gesehen haben. Hinter S-Sternchen-N steht eine coole Formel, die heißt. So, das ist die coole Formel, die dahinter steht. Für jemand, der noch nicht in dem Thema gearbeitet hat, der versteht jetzt halt gar nichts. Aber wir wollen die mal ein bisschen erklären. Also, wir haben ja Sn gerade schon mal erklärt, was das hier oben bedeutet. Und das rechnen wir minus die Anzahl der Versuche, das ist klar, das ist n. Und das rechnen wir mal den Erwartungswert. Was ist der Erwartungswert? Dabei geht es, in diesem Fall geht es um den Erwartungswert von hier, der ja bei allen Zufallsvariablen, in unserem Fall bei allen Würfeln, ist der Erwartungswert gleich. Und deswegen brauchen wir hier überhaupt keine Unterscheidung zu machen mit irgendwie Erwartungswert von i oder sowas, sondern wir nehmen einfach überall denselben. Und, oh verdammt, hier wollte ich Erwartungswert schreiben. So, vielleicht dann das auch nochmal ausgeschrieben. Das ist die Anzahl der Versuche. Ich habe es ja mal in so einer Raute gemacht. Mal den Erwartungswert. So, ein bisschen abgekürzt auch. So. Und das teilen wir durch die Standardabweichung. Und das mal die Wurzel der Anzahl der Versuche. So, die Wurzel ziehen wir auch noch ein bisschen länger. So, ich hoffe, man kann es erkennen.
So, normalerweise, ich für mich persönlich würde hier nicht SN schreiben. Ich finde das unglaublich verwirrend. Ich würde hier SI schreiben oder sowas. Aber ich schreibe deswegen hier auch in der Erklärung SN, weil in allen Büchern steht SN und deswegen sollte man wohl oder übel versuchen, sich daran zu gewöhnen, dass im Buch SN steht und X1, X2 und der ganze Schmodder. So, aber weg davon, jetzt nochmal hier, das ist unsere Erklärung. Das heißt, wir nehmen die Summe unserer drei Würfel, das N ist übrigens bei uns 3, und davon ziehen wir ab die Anzahl der Versuche mal den Erwartungswert und das Ganze teilen wir durch die Standardabweichung mal die Wurzel von der Anzahl der Versuche. Das ist dann irgendwie ein bisschen, was soll diese Formel eigentlich? Diese Formel macht nichts anderes, als diesen Graph, den wir hier sehen, so zu verschieben, wie er hier ist. Und das kann man sich ganz leicht überlegen, wenn man sich das mal selber genau vor Augen führt. Das ist also diese Verteilung. Dieses Sn ist im Grunde diese Verteilung. Überlegen wir uns, dass es dieser Berg ist. Minus, und was hier rauskommt, ist jetzt das hier. Und das soll nach hier geschoben werden. Das ist, was der obere Teil macht. So, und was der Teil hier unten, ich nehme lieber eine andere Farbe. Dieser Teil hier unten, ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, wieso da eine Wurzel steht. Hier oben, das kann man, finde ich, noch nachvollziehen. Unten ist ein bisschen schwieriger. Was der unten macht, ist, der macht diesen Berg, zieht ihn weiter nach oben und drückt ihn näher zusammen. Also nochmal, der obere Teil hier, der verschiebt den Berg nach links und der untere Teil, der drückt ihn weiter zusammen und natürlich weiter nach oben. Also eigentlich soll er ihn nur weiter zusammendrücken, das ist das Hauptziel. Automatisch geht er dann auch nach oben, weil die Gesamtfläche hier, das muss ja alles 1 sein, weil die Gesamtwahrscheinlichkeit ist ja 1. Und warum macht er das? Warum drückt er den so nach links und nach rechts und nach oben und nach schmal und dünn und dick? Das macht er deswegen, weil diese standardisierte Zufallsvariable hier, dieses S-Sternchen N, das soll so aussehen, dass die Varianz 1 ist, beziehungsweise auch die Standardabweichung ist ja dann auch 1. Das heißt, die Varianz soll 1 sein. Und der Erwartungswert, ich schreibe mir hier wieder so ein μ, der Erwartungswert soll 0 sein. Und wir haben ja eben gesehen, hier mit dem Grün, wenn er es nach links verschiebt, dann ist er genau hier und hier steht die 0. Und deswegen wird er dann 0, deswegen schiebt er das nach links. Und diesen ganzen Aufwand mit der Formel, ich finde, man muss sich gar nicht merken, was genau in der Formel drinsteht, man sollte sich nur merken, was er macht. Diesen gesamten Aufwand macht man nur, um diesen Berg hier zu erhalten, der dann entsprechend hochgezogen ist oder tiefgezogen ist, je nachdem, wie unser genauer Verlauf aussieht. Und dafür steht dann wieder genau der Grenzwertsatz, das begrenzt er dann wieder. Er sagt dann, dieses Hochziehen oder sowas, also von hier, was ich hier als Linie gezogen habe, ist ja nicht wirklich, das wurde ja nicht wirklich gewürfelt. Wir haben ja keine 3,5 gewürfelt, sondern er sagt, es geht maximal bis dahin, es wird nicht höher gehen. Die 3 an dieser Stelle wird nicht höher gehen und die 11 an dieser Stelle wird nicht höher gehen. Auch wenn ich unendlich mal würfel, es wird irgendwo seine Grenzen haben. Und diese Grenze ist genau die, die der Grenzwertsatz, der zentrale Grenzwertsatz an dieser Stelle beschreibt. Und eben genau mit dieser Rechnung von Sn, ich springe hier dauernd zwischen den Folien hin und her, genau mit dieser Rechnung kriege ich dann, ich springe wieder zurück, auf diesem Graph angezeigt, bis wohin es denn maximal geht und bis wohin es hier maximal geht oder bis wohin es hier maximal geht. Und das ist dann, oh, das ist dann so ungefähr die, oder nicht ungefähr, das ist dann die praktische Anwendung, wie man sich das vorstellen kann, wie dieser zentrale Grenzwertsatz eigentlich funktioniert. Gut, und ja, das war's auch schon.